Die tun extra so schlecht, damit du besser aussiehst. Ja, wenn ich dann wenigstens besser aussehen würde. Moment mal, da ist irgendwo eine etwas größere Einheit dabei. Ein Grenadier, alles wegbomben, komm schon. Es geht schon. Ich bomb die jetzt weg und dann hole ich mir die Panzerbasis, aber erst hole ich mir dieses verdammte HQ. Ja, das andere Nachschubsdepot ist schon fast leer, hat's geheißen. Ja gut, das... Da hier, das ist leer... Ja. Ich hab, gut, ich hab $342, ich hab eigentlich genug Kohle. Ja, okay, dann passt ja. Gut, dann werde ich mit dem... Boah, da leben ihm noch Grenadiere, geh mal mit den Infanteristen rein. Nee, jetzt hole ich mir erstmal das Quartier hier. Ja, okay. Einnehmen. So. Boah, die sind zu dritt dort drüben im Wald. Ja, aber die kann ich weder bomben, noch kann ich sonst was damit machen. Ich muss also hier unten langlaufen, oder ich bomb die einfach weg. Lang laufe ich hier unten lang und hol mir das die Panzerbasis. Ja, kannst du die das Artilleriefeuer nicht irgendwie anfeuern für die anfordern für dich? Nee, eben nicht. Ich kann nichts machen. Aha, das macht das Oberkommando von alleine. Ja, ja toll. Die schießen einfach für den Deppen, der, wie heißt er denn, der W. Weatherby, für den schießen die, Weatherby, weil der so schlecht ist und einfach nichts auf die Reihe bringt. Hey, Unterhauptquartier. Wey! Und jetzt? Und das oberste da ist ein Oberhauptquartier, oder was? Das ist, nee, das ist das Nachschubdepot, das schiebe ich jetzt gleich dahin. Achso. Ja, okay. Dann kriege ich wieder etwas Nachschub, die da hinten, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich werde mal hier hin. Dann laufe ich vielleicht mit der... Oh, die Infanteristen kommen. Ich brauche ein MG-Dingens ficken. MG-Nest. Tot. Was tot? Ja, MG-Nest tot. Warum das? Ach, da hinten. Ein Flak, okay, hallo? Hier. Oh, jetzt braucht er noch zum Aufbauen Zeit, verdammt. Wie lange? Ah. Sehr schön. So, mal schön deffen. Tötet sie. Tötet am besten die, die mit dem Ausrufezeichen wegrennen, diese Schüsse. Sehr schön. Die sind tot. Lol, okay, tot. Ich kann mit der Infanterie hier durchlaufen. Ja, voll, geh kurz da. Genau, ja, genau. Einfach mal reingehen. Nachher holst du dir aber die Panzerbasis und schickst da ein paar... einen Aufklärer nach vorne, damit der Wald sicher ist. Ja, das Dumme ist hier... Oh, was ist denn hier wieder los? Ein Panzerzerstörer, fick dich, deine Mutter. Ich habe ein Problem. Ich brauche einen Jagdbomber. Zwei Jagdbomber. Merkt ihr das? Fünf. So. Sehr leicht. So, wegbomben. Und was kommt denn da noch Schönes? Da kommen nochmal zwei Stucks entweder. Ja gut, nee, sind auch Panzerzerstörer. Nachher hat er sich komplett ausgeleert da. Nachher hat er ja nichts mehr. Ja, Stuck. Oh, Stuck ist schlecht. Was ist denn jetzt hier los? Töte die verdammte Flak, ey. Lahm. Ah, da kommen noch Gegner. Ja, die sollen sterben. Aber ich kann jetzt hier leider nichts machen, denn meine Basis ist unter Attack. Juhu. Auch nicht so Juhu. Lol. Ja, komm, sonst teil deine Panzer auf. Ja, ich will die Panzer nicht wieder wegnehmen, weil da kommt jetzt hier wieder ein Tiger daher. Und jetzt ist der wieder unidentifiziert und weil... Oh, weil sowas kann man ausflippen. Welcher ist das jetzt? Ist der Tiger anfällig gegen Flugeinheiten, also gegen Jagdbomber? Ja, sagen wir es mal so, ich kann ihn halt damit zusammenbomben, aber ich hab's lieber, wenn ich den jetzt hier mit plätte. Ja. Muss mal gucken, was ist in dem seine Reichweite. Okay, das passt. Ja, hier wieder ein Tiger. Und hier ein Stuhl. Ja, weg damit. Jetzt? Na, endlich. Wieder einer weniger. Gut. Ich muss jetzt erstmal wieder Infanterie nachproduzieren. Für die MG-Stellung da drüben. Ah nein, die ist ja weg, die Flakstellung. Echt? Ja. Ja, gut, das sagt nichts. Ich seh's nicht mehr. Ja, ich sehe auch nichts, weil mein scheiß Aufklärer tot ist, weil die zwei Wichser da... Oh je. Hau Jagdflieger rein und bomb sie weg. Da komm ich gleich hinterher, ey. Mit drei Jagd... Oh, die schießen wieder da übers Land drüber. Treffen sie was? Ne. Sicher nicht. Grashopper. Ja, weil...
brauche natürlich hier drüben auch einen Aufklärer. Konntest du nicht mal Anti-Panzer-Geschütze machen? Ja schon, aber wozu? Ich habe ja hier meine Panzerzerstörer, die sind hier dabei. Ja, ich weiß, aber ich meine, weißt du, wenn du die da und dort festsitzen lässt, hast du die, fehlt dir diese Stärke nachher da beim Sturm auf die rechte Seite. Und ich würde über rechts kommen. Ich würde jetzt da vorne im Wald. Ich muss jetzt erstmal hier das wegkriegen. Ich muss erstmal die Flaks wegkriegen, dann kann ich hier hinten bomben. Nein, ich würde eben da eine Antipanzerstellung in den Wald stellen und vielleicht noch ein paar Infanteristen. Ja, nee, da kommen ja keine Panzer. Und danach mit den Panzern um die rechte Flanke da der Flak wegmachen. Die Panzer kommen ja alle übers Feld. Gut, da hinten scheint nur noch Infanterie zu stehen, das ist sehr schön. Eine haben wir tot. So, was macht der Wichser, ey? Jetzt habe ich keinen einzigen Jagdflieger mehr. Ist doch schön. Hallo. Und hier sind sie wieder drin, oder? Ich kann sie leider nicht markieren, ich bin zu dumm. Na, das sind wahrscheinlich jetzt, nur... einer. Das daneben ist genauso einer. Ach, jetzt, wenn ich drüber gehe und selber merke, dass da welche sind, dann zählt er hoch. So ein Wichser. Ja, sicher. Jetzt sind sie nicht mehr invisible. Ja, weil ich hier meinen Aufklärer fliegen habe. Na, lol. So, hier hinten kommt wieder Panzer. Stimmt. Könnte ich jetzt mal hier... dicken Panzerschutzbunker, ja, vielleicht nicht unbedingt so. Ja, so dass die schön genau so die Brücke weg. Wahrscheinlich hat der Stuck, der hier kommt, wahrscheinlich eine höhere Reichweite, aber immerhin sehe ich dann was. Ja, voll, schickst eben ein paar Jagdbomber dahin. Boah, mein Butler, der regt gerade riesen auf, der labert mich da voll. Wer? Der Butler, ich spiele gerade Fable 3, also ich habe vorher gespielt. So, mal speichern. Gut, das sind noch bis bald. Ich die. Lol. Gibt's dann Multiplayer von? Ah ja, muss es ja fast geben. Ja, ja, gibt es. Aber. Ja, mal sehen. Ich brauche einen besseren PC, dann kann ich das wahrscheinlich auch spielen. Ja, das Problem ist. Oder meinst du, es funktioniert auch mit meinem? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, mich schlägst du damit auch. Okay. Bin nicht unbedingt so der Power-Stratege, der jetzt irgendwie alles kann. Ja gut, Power-Stratege. Ich bin kein Pro-Stratege, aber ich habe Spaß dran, sagen wir es so. Ja gut, Spaß habe ich auch, aber nur wenn ich die KI töten kann. Sind das jetzt die Jagdflieger, die du da gerade losgeschickt hast? Ja, das sind Jagdflieger. Die kreisen jetzt hier und sichern meinen Luftraum hoffentlich. Ah, guck mal, haha, sind die dumm. Rennen volle Kanone. Ja, rennt ins MG-Nest. Schöne Sache. Ja, und jetzt habe ich hier meine Aufklärung und drei Dings. Gleich die Aufklärungsfahrzeuge. Ja, die hoffentlich tun die der Infanterie da schön was. Sind Grenadiere, gut, okay, die können nichts tun. Ostbataillon 649. Ostbataillon, obwohl wir hier im Westen sind. Tja, aber da steht Ostbataillon. Na, das Spiel ist verbuggt. Oh, gerade mal tot. So, jetzt holt ihr die Basis da drüben. Ja. Das Rot sieht nicht schön aus, es muss blau werden. Jojo. Danach pflanzt eins Feld oben irgendwo ein MG-Nest rein, dass die nicht durchkommen. So, hier. Oh, schau, weißt du, das finde ich unfair. Verdammt nochmal, ihr könnt sicher auch... Die Grenadiere haben ja gerade deinen Bautrupp kaputt gemacht. Könnte das sein? Aber die schießen auf meinen verdammten Panzerschutzbunker, der zu dumm ist, seine fette Kanone auf die Infanterie zu richten. Töte sie! Dann hau ein MG-Nest neben ran. Ja, das ist, bringt jetzt auch nichts mehr. Jetzt bin ich eh schon wieder im Arsch. Ja, jetzt nicht, aber nachher, später, wenn du es wieder baust. Ghost einsetzen. Ja, hallo. Ich möchte wissen, was der für eine Reichweite hat, ey. Okay. Also ist doch egal. Hauptsache, der schießt über die... am ja, Panzer. Ja, das ist ja das. Ich sehe es eben nicht, wo er hinschießt. Ja, da wird es schon passen. Hauptsache, er schießt nach vorne. Ja, und da hat er freies Schussfeld, also soll's gehen. Ja, das schaut zwar so aus, aber... hier, da sieht man was. Und jetzt hier, nicht. Okay. Ja, es kommt schon noch. Setz ihn einfach dorthin.
Einfach mal das da übernehmen. Wie gesagt, Geld hast du ja genug. Ja. Das Dumme ist nur, dass es mich nervt, immer neue Einheiten zu produzieren. Ich bin es gewohnt, so zu spielen. Ich habe einmal Einheiten und dann ramsche ich die ganze Map platt. Danach rushst du doch, ja. Dann hat sich die Sache. Ja, so kenne ich es auch. Oh, da kommt ein Panzer. Könnte es sein? Der. Schwere Einheit, unbekannt. Ja, das kann schon sein, dass es ein Panzer ist. Aber das Dumme ist, ich habe ja leider nicht die Fähigkeit, meine Einheiten abzugraden. Ich muss mit lauter Scheiß-Einheiten umgehen. Und kann deswegen mit meinen Bombern nicht unbekannte Einheiten angreifen. Ein Panzerzerstörer. Ha. Tot. Wird er sterben? Und er ist in Reichweite, oder? Nee, nicht ganz. Nee, Pech. Hier siehst du, der steht gerade so... außerhalb der Reichweite, toll. Schön im Dorf drin, oder was das auch immer ist. Ich werde jetzt mal mit denen hier... mit den Sherman-Panzern. Da kannst du ja noch ein bisschen Nachschuss holen. Dumme ist hier. Dort hat es einen Antipanzerbunker, ja toll. Ja, aber ich werde jetzt die Grenadiere hier erstmal auslöschen, die hier mitten im Wald hocken. Ich hoffe mal, die können meinen Panzer nix. Naja, steht sehr leicht, aber... er kann auch nix. Und das sind unbekannte Papierflieger da über dem Gegner drüber, oder was? Ja, das sind unbekannte, die... XD. Oh, da kommt doch gleich mal Freude auf. Da kommen Gegner. Tot. Ja, die sind tot. Tot. Sie sind tot. Boah, voll komplett am Arsch. Und Flakgeschütze hast du noch nicht, oder? Nein, ich habe nichts. Sonst würde ich die mit Freuden einsetzen, aber... ja, okay. Ich habe keine Flak, ich habe keine Artillerie, ich bin total am Arsch.